Also, dieser Vorfall hat sich erst vor kurzer Zeit ereignet. Es passierte 2020, noch bevor Covid-19 zur globalen Bedrohung wurde. Ich, nennt mich Alex, und mein Freund Mega waren gerade in eine neue Stadt gezogen, um hier in Brasilien aufs College zu gehen. Ich lebte zusammen mit drei Freundinnen in einem weiß gestrichenen Haus, während Mega mit einem Freund und einer Freundin in einem grünen lebte. Die beiden Gebäude lagen nah beieinander und wurden nur durch eine enge, dunkle Straße voneinander getrennt. Obwohl wir beide mit anderen zusammenlebten, verbrachten wir die meiste Zeit zu zweit. Ich muss noch dazu sagen, die Stadt, in die wir gezogen waren, galt nicht als besonders sicher. Obwohl es sich nur um eine Vorstadt, in Brasilien werden Städte bis zu 100.000 Einwohner noch als Vorstädte bezeichnet, handelte, gab es häufig bewaffnete Raubüberfälle. An diesem Abend besuchten wir zusammen ein Restaurant namens Habib's, welches zu einer bekannten brasilianischen Fastfood-Kette gehört, die fernöstliche Gerichte servierte. Das Essen dort war wirklich nicht schlecht, doch die Köche waren unglaublich langsam. An diesem Tag legten sie besonders wenig Wert darauf, sich zu beeilen. Als wir endlich mit dem Essen fertig waren, war es bereits nach Mitternacht. Wir überlegten, was wir als nächstes machen sollten. Dann beschlossen wir, unsere Spraydosen zu holen und die Stadt ein wenig zu verschönern. Das Abholen dauerte nur eine Minute, da das Restaurant quasi direkt nebenan war. Als nächstes gingen wir zu dem kleinen Laden, der zur Tankstelle in der Nähe unserer Wohnhäuser gehörte. Wir kauften eine Menge Alkohol, sodass wir etwas trinken konnten, während wir umhergingen. Da wir bis zu diesem Abend wenig Gelegenheit gehabt hatten, die Stadt kennenzulernen, liefen wir relativ planlos in der Gegend herum. Wir trafen auf eine Menge merkwürdige Menschen. Die Straße, in der wir gelandet waren, war nicht besonders stark befahren. Stattdessen trieben sich im schwachen Licht Wohnungslose, Prostituierte und Betrunkene herum. Zum Glück sprach uns niemand an. Ich war damals sehr auffällig und punkig gestylt und hatte einen grünen Mohawk. Mega sah aus wie ein typischer Goth. Natürlich gefiel es uns nicht, dass die Menschen häufig Angst vor uns hatten. Doch in Fällen wie diesem war es sicherlich hilfreich. Wir gingen in die dunkelste Straße, die wir finden konnten und die nicht videoüberwacht wurde. Dann begannen wir damit, die Wände zu besprühen. In unserer Heimatstadt hatten wir das schon oft gemacht. Ich weiß nicht warum, doch wir fühlten uns sicher. Vielleicht lag es einfach am Alkohol. Irgendwann begann es zu regnen. Es war kein normaler Schauer, sondern ein richtiges Sommergewitter. In Brasilien gibt es die meisten Blitzeinschläge weltweit. Daher haben die meisten Menschen Angst vor Gewitter. Wir rannten aus der Gasse auf die Straße und schauten uns um. In der Nähe sah ich ein kaum beleuchtetes Geschäft mit einer Überdachung. Als wir dort ankamen, sahen wir, dass es sich um einen Waschsalon handelte. Er war wirklich heruntergekommen. Die Überdachung schützte uns nicht ausreichend vor dem Unwetter. Der Wind war so stark, dass wir beide völlig durchnässt wurden. Plötzlich hörten wir ein lautes Geräusch. Es kam nicht von der Straße. Tatsächlich schien es aus dem Gebäude zu kommen, vor dem wir standen. Ich schaute nach innen. Der Raum wurde von einer vergilbten Lampe ausgeleuchtet. Eine von diesen super billigen. Kein Wunder, dass die übrigen Lampen bereits kaputt zu sein schienen. Auf der Suche nach der Lärmquelle fiel mir auf, dass eine der Waschmaschinen noch lief. Ich machte Mega darauf aufmerksam. Wir vermuteten, dass dieser Waschsalon einen 24-Stunden-Service bot. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Und sie war tatsächlich nicht verschlossen. Wir gingen hinein und machten sie hinter uns zu. Zu meiner Überraschung sah ich, dass innen ein Schlüssel steckte. Vermutlich, um die Nutzer vor Überfällen zu schützen. Dann dachte ich an all die merkwürdigen Menschen vor der Straße. Ich bekam Angst und verschloss die Tür. Im Inneren des Gebäudes fühlte ich mich sehr unwohl. Mega hatte sogar noch mehr Angst als ich. Ich war zuvor noch nie in einem Waschsalon gewesen. In meiner Heimatstadt gab es kaum welche. Vermutlich ist so etwas typisch für eine Universitätsstadt. Dieser Waschsalon war jedoch wirklich ungemütlich. Es roch nach feuchter, dreckiger Kleidung. Von Zeit zu Zeit flackerte das Licht. Am meisten störte mich die laufende Waschmaschine. Sie war von innen noch viel lauter. Nur deshalb konnte ich sie während des Unwetters überhaupt von außen hören. Es klang, als lägen Steine im Inneren. Mega schaute mich an und flüsterte: Wenn das hier ein 24-Stunden-Waschsalon ist, wo ist dann die Person, die die Waschmaschine eingeschaltet hat? Ich hielt inne. Hier war definitiv etwas faul.
Zunächst dachte ich, die Person könnte vielleicht nach draußen gegangen sein oder die Toilette nutzen. Als ich jedoch nach der Tür zur Toilette suchte, fand ich etwas viel Schlimmeres, als ich erwartet hatte. Aus der Dunkelheit beobachteten uns zwei Männer. Einer von ihnen hatte die Augen weit geöffnet und grinste. Der Kopf des anderen war nach unten gebeugt, während er kicherte. Derjenige mit den offenen Augen bewegte sich zuerst. Er kam direkt auf mich zu und begann plötzlich zu sprechen. Ich wusste nicht, dass heute jemand kommen würde. Der Boss wird nicht begeistert sein, wenn sie uns lebend entkommen. Er griff nach mir. Mega sprühte ihm Farbe mitten in die Augen. Der Mann machte einen Schritt zurück und versuchte verzweifelt, die Farbe aus den Augen zu wischen. In diesem Moment griff der andere nach Megas Arm. Ich stand nur da und schaute zu, zu erschrocken, um zu reagieren. Dann erinnerte ich mich an mein Taschenmesser, das ich immer bei mir hatte. Ich griff danach und stach ihm zweimal in die Seite. Er stöhnte vor Schmerz. Sobald Mega sich befreit hatte, öffnete er die Tür und wir rannten ins Freie, ohne zurückzuschauen. Als wir auf unserer Straße ankamen, hatte sich das Unwetter beruhigt. Ich schlug vor, dass Mega mit in meine Wohnung kommen könne und er stimmte zu. Wir dachten, es sei vermutlich besser, zusammen wach zu bleiben. Unsere Mitbewohner schliefen vermutlich bereits, da sie am nächsten Morgen Kurse hatten. Als wir jedoch in meiner Wohnung ankamen, waren die drei Mädchen noch wach und sahen sehr besorgt aus. Ich fragte, was los sei, und sie antworteten, wir wollten vor dem Schlafengehen noch einen kurzen Spaziergang machen. Als wir zurückkamen, stoppten wir vor der Garage und redeten noch etwas. Mit dem Regen gingen wir hinein, doch eine von uns warf noch einen Blick durch das kleine Fenster im Treppenhaus. In diesem Moment hielt ein Pickup mitten auf der Straße. Ein Mann zog einen leblosen Körper zu dem Wagen. Dann stieg ein weiterer Mann, der nicht der Fahrer war, aus und half ihm. Nachdem sie den Körper eingeladen hatten, stiegen sie ein und fuhren davon. Danach erzählten wir ihnen, was in diesem Waschsalon passiert war. Sie waren schockiert. Vermutlich arbeiteten all diese gruseligen Menschen zusammen. Wir riefen die Polizei an und erklärten, was im Waschsalon passiert war. Außerdem gaben wir ihnen unsere Adresse. Wenig später tauchten die Polizisten an der Wohnung auf und wir erzählten ihnen alles. Eine Polizistin behauptete, es gäbe in dieser Stadt kein 24-Stunden-Waschsalon. Nach einem Brand hätte der Laden geschlossen und seitdem nicht mehr aufgemacht. Plötzlich erhielt sie über Funk die Nachricht, dass die Männer festgenommen worden waren. Es stellte sich heraus, dass die Männer zu einer gefährlichen Gang gehörten, die Überfälle und Auftragsmorde übernahmen, um dann illegal Drogen zu kaufen. Der Tote, den meine Mitbewohnerinnen gesehen hatten, war einer unserer Nachbarn gewesen. Ich musste bezüglich der Stichverletzungen nicht aussagen. Normalerweise wäre dies nötig gewesen, doch ich denke, die Polizisten haben sich darum gekümmert. Ich weiß nicht, wie es Mega und mir ergangen wäre, wenn die anderen Männer auch noch aufgetaucht wären. Oder was den Mädchen passiert wäre, wenn sie draußen geblieben wären. Und ich hatte absolut keine Ahnung, was in dieser Waschmaschine war. Doch ich habe meine Lektion gelernt. Wenn du dich unwohl fühlst oder dich nicht auskennst, sei niemals unaufmerksam.